Was geht ab, Leute? Dennis hier von DTV, eurem Yu-Gi-Oh!-Kanal hier auf YouTube. Immer wieder sonntags um 18.30 Uhr präsentiere ich euch die News zu unserem Lieblings-TCG Yu-Gi-Oh! Willkommen zu TCG aktuell. Im Anschluss an die News springen wir natürlich auf Card Market und machen da den Market Watch, denn wir wollen wissen, welche Kartenpreise in die Höhe geschossen sind und welche Karten oder in welche Karten es sich jetzt lohnt, eventuell rein zu investieren, bevor sie in Zukunft im Preis steigen werden. Damit auch genug von mir, lass uns direkt in die News der vergangenen Woche reinspringen. Los geht's! Wir starten mit den ersten News der vergangenen Woche und zwar ist Amazing Defenders jetzt offiziell in euren Kartenläden erhältlich. Das erste Set des Jahres ist ein Deckbuilding-Set und es führt drei neue Deckthemen ein. Mikanko, Rescue Ace und Purli. Im selben Atemzug hat Konami eine Giveaway-Aktion gedroppt. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist ein Bild eurer Yu-Gi-Oh!-Sammlung posten, dann Yu-Gi-Oh! Card EU taggen und das Hashtag MyYu-Gi-Oh!-Kollektion inkludieren. Wer mein Opening noch nicht gesehen hat, der kann sich das gerne an dieser Stelle gönnen. Ich verlinke euch das Ganze hier oben. Wir haben mittelmäßig gut gezogen, würde ich mal sagen, aber Amazing Defenders ist leider ein Set, welches leider hinter den Erwartungen geblieben ist. Wir machen weiter mit den nächsten News und zwar gibt es noch eine weitere Giveaway-Aktion, die Konami für uns gedroppt hat. Und zwar zur Feier des sechsjährigen Bestehens von Duel Links. Ihr könnt ebenfalls an diesem Gewinnspiel teilnehmen, ganz einfach. Ihr springt auf den Instagram-Kanal von Yu-Gi-Oh! Card EU und kommentiert unter diesem Beitrag eure schönste Yu-Gi-Oh! Duel Links Erinnerung. Weiter geht's mit den nächsten News. Das nächste Structure Deck, welches wir hier im TCG erhalten, ist Structure Deck Beware of Trap Tricks. Dieses erscheint bei uns am 23.02. Und unter der Woche gab es die News, dass Evenly Matched Artifact Sanctum und Harpies Featherduster als Common in diesem Structure Deck inkludiert sein werden. Was natürlich dazu geführt hat, dass die restlichen Kopien von Evenly Matched im Preis maximalst gedroppt sind. Das schauen wir uns gleich nochmal im Market Watch an. Und zum Release vom Structure Deck Beware of Trap Tricks gönnt uns Konami Release Events, wo ihr diese wunderschöne Spielmatte gewinnen könnt. Informiert euch einfach im OTS eures Vertrauens, ob dieser so ein Release Event stattfinden lässt. Wir machen weiter mit der 250. YCS, die dieses Jahr im April in London stattfindet. Ab Montag könnt ihr euch für dieses Event registrieren. Ich werde mir auf jeden Fall mein Ticket sichern und werde in London so richtig schön rasieren. Und dann gibt es noch Infos für alle Yu-Gi-Oh! Spieler aus dem Raum Magdeburg, denn dort gibt es den Laden Heldenwelt, wo ihr wöchentlich an Yu-Gi-Oh! Locals teilnehmen könnt. Und nicht nur Yu-Gi-Oh! Wird dort gespielt, nein, auch Pokémon, Magic und jede Menge mehr. Also auf jeden Fall mal auschecken und vorbeischauen, falls ihr aus dem Raum Magdeburg kommt. Wir machen weiter mit OCG News. Es wurde nämlich eine neue V-Jump Promo angekündigt, die übersetzt Greater Magician of Faith oder Magician of Greater Faith heißt. Ja, wie ihr seht, ist das der Magician of Faith nachempfunden. Ich bin mega gespannt, wie der Effekt dieser Karte aussehen wird. Aktuell ist dieser noch nicht bekannt. Das sollte allerdings im Verlauf der nächsten Tage veröffentlicht werden. Weiter geht's mit dem OCG Metagame Report. Ja, trotz einer extrem heftigen Banlist ist Tierlements weiterhin das meistvertretenste Deck in den Topcards mit 35,7%. Dicht gefolgt von Sprite Tribrigate mit 11,4%, Adamancipator mit 4,3%, Bestial Labyrinth Purli und 35,7% andere Decks wurden gespielt. Wir fliegen hier mal ganz kurz über die Top-Decklisten, die aktuell im OCG gespielt werden. Wie ihr seht, auch hier Tribrigate Sprite mit einer sehr interessanten Liste. Weiter geht's mit Adamancipator. Die haben natürlich den Blockdrachen auf 3. Das macht auf jeden Fall ordentlich was aus. Dann Bestial Good Stuff und Labyrinth. Ja, Labyrinth ist ein sehr, sehr relevantes Deckthema im OCG. Wann Labyrinth hier im TCG so richtig durchstartet, bleibt abzuwarten. Und zum Abschluss nochmal die Purli-Deckliste mit dem neuen Support aus Cyberstorm Access. Weiter geht's mit den nächsten News. Und zwar sprechen wir ganz kurz über Cross-Duel. Ja, aktuell gibt es ein neues Raid-Event, wo ihr gegen die große Motte und Weevil Underwood spielen könnt.
Checkt auf jeden Fall mal Crossduel aus. Ist eine nette Alternative für nebenbei. Und zum Abschluss gönnen wir uns nochmal Merchandise-News. Ihr könnt ab Donnerstag, dem 26. Januar auf adidas.de die neuen Yu-Gi-Oh! X Adidas-Schuhe bestellen. Ja, wie wir hier sehen, das Ganze schön mit dem Dark Magician Design in schwarz und lila mit jede Menge Details versehen. Und on top gibt es natürlich auch eine Promokarte vom dunklen Magier und einen Anhänger mit Exodia drauf. Wie gesagt, verfügbar sind diese Schuhe ab Donnerstag, den 26. Januar, 10 Uhr. 120 Euro kostet euch das Ganze. Jede Menge News und Informationen, die ihr hier von mir auf dem Silbertablett präsentiert bekommen habt. Und jetzt springen wir wie versprochen in den Market Watch rein. Los geht's! Das allererste Produkt, welches wir uns im Card Market Watch angucken, ist Amazing Defenders. Ja, wie wir hier sehen, ist dieses Set im Preis maximalst gefallen. Keiner will es kaufen, keiner will es aufmachen, weil die Karten in diesem Set maximalst unterirdisch sind. Klar führt dieses Set drei neue Deckthemen ein. Wie gut diese sind, bleibt allerdings abzuwarten. 42,99 plus 3,95 Versand an dieser Stelle. Die teuerste Karte, die ihr aktuell aus dem Set ziehen könnt, ist einer von einen die Collectors Rare, die für ganz entspannte 54,59 über den Ladentisch geht. Die teuerste Ultra Rare, die ihr ziehen könnt, ist Ohime, die manifestierte Mikanko. Ja, und wer von euch eines der drei Deckthemen spielen möchte, der sollte ernsthaft drüber nachdenken, zeitnah zuzuschlagen. Denn Amazing Defenders ist ein Set, welches nicht so oft aufgerissen wird, weil wenig generische gute Reprints in diesem Set sind. Die drei Deckthemen sind mehr oder weniger mittelmäßig gut. Kommt natürlich drauf an, ob ihr Bock drauf habt oder nicht. Solltet ihr auf jeden Fall zeitnah investieren. Aktuell sind wir bei 22,15 €. Das erste Playset ist hier bei 23,90 €. Wir machen weiter mit dem nächsten Deckthema, welches drin inkludiert ist, und zwar Rettungsass Hydrant bzw. Rettungsass. Eine der wichtigsten Karten ist der Hydrant. Den braucht ihr safe auf 3 in eurem Main Deck. Die Karte ging eine Zeit lang für 6 Euro über den Ladentisch, aber steigt jetzt auch langsam wieder. Klar, die verfügbaren Artikel werden immer weniger auf Market und deswegen steigt die Karte auch so langsam. Was natürlich auch sein kann, dass in so 2-3 Wochen die Karten auch wieder alle im Preis droppen, wenn der ein oder andere Spieler merkt, dass das Deck doch nicht so gut ist wie gedacht, könnte es durchaus sein, dass diese Spieler dann wieder die Karten abstoßen. Purli, ebenfalls ein Deckthema. Ich vermute mal nach Mikanko, das beliebteste Deckthema aus Amazing Defenders. Schauen wir uns hier mal genauer an. Purli, das Main Deck Monster, ging eine Zeit lang für 10 Euro im Playset über den Ladentisch. Jetzt mittlerweile schon bei 12,89 €, 12,97 €. Die anderen beiden Ultra Rares steigen auch aktuell wieder im Preis. 7 Euro, 7,49 €, 8,64 €, 9,45 €. Leck mich fett, ey. Genauso wie schöne Poli-Erinnerung, ebenfalls die letzte und dritte Ultra Rare aus dem Poli-Deck-Thema, steigt auch so langsam im Preis. Wir sind hier bei 5,59 €, die Kopie im Playset. Eine Karte, die extremst im Preis gedroppt ist, und das sehen wir auch hier am Graphen, ist Ausgeglichener Zweikampf. Warum? Weil ein Common Reprint im Structure Deck Beware of Trap Tricks angekündigt wurde, und genau aus dem Grund ist die Karte maximalst im Preis gedroppt. 6,50 €, 6,90 €, 6,99 €, 7,49 €, 7,65 € die Kopie im Playset, was ein extrem guter Preis für eine Ultra Rare von Evenly Matched ist, in dem Fall aus Magnificent Mavens. Also wer von euch das Ganze in einer höheren Rarität als Common spielen möchte, der sollte vielleicht drüber nachdenken, sich jetzt diese Karte ranzuholen. Und wenn ihr keine Lust habt, so viel Geld für Evenly Matched auszugeben, auf jeden Fall warten, bis der Common Print im Structure Deck Beware of Threat Tricks erschienen ist, dann werdet ihr die Karte für wenige Euros bekommen. Dann sprechen wir natürlich auch über das Structure Deck Beware of Trap Tricks. Ja, aktuell so ein bisschen am Steigen. Klar, die Reprints, die in dem Set angekündigt wurden, sind vielversprechend. Evenly Matched, Harpyen Feder Duster und Artefakt Sanctum sind natürlich drei sehr, sehr gute generische Karten. 8,68 € aktuell, 8,69 € an dieser Stelle. Dann sprechen wir über eine Karte, die ihr wunderbar an Trap Tricks spielen könnt. Göttliches Arsenal Doppelazeus Himmelsdonner, eine Karte, die unbedingt einen Reprint benötigt. Falls kein Reprint kommt, sehe ich diese Karte in naher Zukunft bei 30 Euro. Schaut euch mal hier diesen Preisgrafen an. Wir sind hier bei 21,49, 21,50, 22,30. Von Woche zu Woche wird die Karte ein Hauch teurer. Wir steuern hier ganz locker Richtung 25 Euro. Lasst uns mal der Karte noch 2-3 Monate geben, dann ist sie wieder bei 30 Euro. Ich hoffe, dass Konami zumindest in Maze of Memories einen Reprint gönnt.
Spätestens zum Ende des Jahres sollte das ein oder andere Reprint-Set Göttliches Arsenal Doppel-Azeus Himmelsdonner als Reprint inkludieren. Wir machen weiter mit Karten, die ihr in den zukünftigen Meta spielen werdet, und zwar Verbergende Schwerter. An der Stelle die Structure Deck Sacred Beasts kommen. Wie ihr seht, ist extrem viel Bewegung auf Card Market zu sehen. Aktuell bekommt ihr die Karte auch noch super günstig. Ihr könnt auch davon ausgehen, dass die Karte nicht viel teurer wird. Ich meine, wir sprechen über eine Kommen, die mehr als 1000 verfügbare Artikel auf Card Market hat und mehrere Printings. Eine weitere Karte, die sehr interessant in der zukünftigen Meta ist, ist Buch der Verfinsterung. Ja, auch hier ist viel Bewegung zu sehen, aber ein Preisanstieg ist auf jeden Fall nicht zu erkennen. 25 Cent das Playset pro Kopie, was natürlich auch daran liegt, dass wir knapp 4000 verfügbare Artikel auf Card Market haben. Eine Karte, die steigt und steigt, weil das Deckthema immer beliebter wird, ist Lady Labyrinth von der Silberburg. Ja, da sehen wir auch hier am Preisgrafen, zack, 10 Euro, 10,55 und dann sind wir schon relativ schnell bei 11,49, erstes Playset bei 12 Euro die Kopie. Dann sprechen wir noch über eine Karte, die nur zwei Prints aktuell hat. Und zwar der Korallendrache aus Legendary Hero Decks. Ja, 2,49, 2,50, 2,50. Aktuell wird die Karte nicht gespielt, aber wer weiß, was da in Zukunft noch so kommt. Ich meine, Mana Dome ist ein Deckthema, welches synchrobasiert ist, welches wiederum in Cyberstorm Access erscheint. Wer weiß, ob der Korallendrache nicht dort auch sein Spiel findet. Playset werdet ihr nie benötigen, kostet allerdings aktuell 3 Euro die Kopie. Und die Secret Rare aus The Dark Illusion hat hier so einen leichten Preisanstieg. Wir sprechen an der Stelle von 8,49, 8,90, 8,95, 8,98, 8,99 an dieser Stelle. Eine Karte, die nur zwei Prints hat. Und die letzte Karte, über die wir im heutigen Market Watch sprechen, ist der Dino Wrestler Pankratops. Warum? Weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass die Karte eventuell in naher oder ferner Zukunft zurück auf 3 kommen könnte von der Banlist. Ist allerdings nur ein Gefühl oder auch ein Wunsch. Aber falls diese Karte zurückkommen sollte auf 3, dann könnt ihr davon ausgehen, dass die Secret Rare aus Battles of Legend Heroes of Revenge im Preis maximalst eskalieren wird. Aktuell 2,80 Euro, 2,99 Euro, 2,99 Euro, 3 Euro an dieser Stelle. Playset pro Kopie 3 Euro. Wie gesagt, alles eine Spekulation, aber falls ihr das nötige Kleingeld gerade übrig habt, sich 3 Kopien vom Dino Wrestler Pankratops in Secret ranholen, ist vielleicht nicht die schlechteste Idee. Und damit beenden wir auch den Market Watch. So, das war's auch schon wieder. News, Daten, Fakten und jede Menge mehr. All das gibt es hier jede Woche sonntags bei TCG aktuell zu sehen. Wer von euch zum ersten Mal hier bei mir auf dem Kanal ist, willkommen. Lasst mir doch sehr gerne ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr mich auf diesem Weg unterstützen könntet. Jeder Klick, jedes Abo, jeder Like hilft mir, meinen Traum von der YouTube-Selbstständigkeit zu verwirklichen. Wäre auf jeden Fall krass. Also das wäre wirklich krass. Wenn wir das hier gemeinsam schaffen würden und ich irgendwann sagen kann, komm, mein Hauptjob hänge ich an den Nagel, ich mache nur noch das hier, das wäre so ein Träumchen. Also das wäre geil. Also, habt auf jeden Fall einen extrem geilen Start in die neue Woche. Lasst es auf jeden Fall ordentlich krachen. Lasst es euch vor allen Dingen gut gehen. Und wir sehen uns spätestens nächste Woche Sonntag zu einer weiteren Folge TCG aktuell wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.